Riesengroß waren die Kinderaugen heute Nachmittag beim BTTC Grün-Weiß. Ein Tennis-Kinder-Camp stand auf dem Programm und das mit Australiens Aushängeschild der 80er, Peter McNamara. Allerdings sagte der Name mehr den stolzen Eltern etwas. Unter den Kids hier und da sogar skeptische Blicke. Denn letztendlich ist es egal, mit wem man spielt. Hauptsache Spaß. Weißt du denn, wer der Mensch hier überhaupt ist, der das alles veranstaltet? Macht's denn Spaß heute hier? Ja, Peter Mac. Und wer ist das? Der Veranstalter, der hat das ganze schöne Tennis hier veranstaltet. Und weißt du denn, was der früher gemacht hat? Nein. Vor 20 Jahren hatte Peter McNamara das Tennisturnier bei Rot-Weiß in Berlin gewonnen. Zweimal war er Wimbledon- und Davis-Cup-Sieger. Dass die Kids dies allerdings noch nicht wissen, wundert ihn nicht. They ask me, who am I? Sie fragen mich, wer ich bin, denn sie sind so jung, sie können sich natürlich nicht erinnern. Dann sage ich ihnen, nun, ich habe gegen Boris Becker gespielt, als er 17 oder sogar 16 war. Und dann sagen sie, was, ehrlich, hast du? Die Kinder sind schon lustig. Das sah man auch heute. Im Zirkeltraining wurden die verschiedensten Spiele gemacht, mal mit, mal ohne Ball. Spielsatz und Sieg spielte heute keine Rolle. Well, it's enjoyment, it's fun. Sie sollen einfach Spaß daran haben. Sie sollen den Tag genießen und herausfinden, wie viel Talent sie haben. Sie sollen nicht daran denken, ob sie mal ein Boris Becker oder eine Steffi Graf werden können. Und die jungen Kids denken auch nicht daran. Sie haben einfach Spaß und das sieht man ihnen auch an. Manchmal geht der Spaß im Tennis ein bisschen verloren und ich denke, das sollte er nicht. Tennis, sometimes they take the fun away from tennis and I think it's better put the fun back into tennis. Auch wenn sie heute noch nicht realisierten, mit wem sie da am Netz standen, können sie doch später ihren Kindern mal erzählen, ich habe mit Peter McNamara gespielt.